Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zu einem neuen Teil des PHP-Tutorials. Wir haben letztes Mal besprochen, wie wir Schleifen in PHP ausprogrammieren können, also wie wir gewisse Codestücke mehrmals ausführen können. Und heute reden wir mal ein bisschen über was anderes, nämlich über Arrays. Dieses Thema habe ich beim letzten Part praktisch schon ein bisschen angekratzt. Und heute werde ich das eben relativ tiefgehend mehr oder weniger erklären. Also als allererstes mal, wie definiert man ein Array? Nicht jetzt codeartig, sondern vom Wort Array in PHP her. Ein Array ist grundsätzlich in PHP nicht das, was es in jeder anderen Sprache auch ist, sondern ein Array ist mehr zum Beispiel in Java heißt HashMap oder in C-Sharp heißt Dictionary, also praktisch einfach eine Ansammlung von Keys und Values. Das bedeutet, in diesem Falle hier hätten wir als Key einfach 0, 1, 2, 3, 4, das ist der Standardwert, das ist einfach von 0 aus durchnummeriert, das ist in jeder anderen Programmiersprache der normale Array. Man kann aber auch mit diesem Operator hier, keine Ahnung, 1, 2, 3 zum Beispiel, kann man das hier als Key verwenden und das als Value. Das bedeutet, Arrays in PHP sind von sich aus eigentlich Hashmaps oder Dictionaries. Man kann sie aber eben auch so verwenden mit ganz normalen Indexes, indem man einfach eine $Array zum Beispiel mit Variable erstellt oder irgendeine Variable und die dann mit Array, Klammer auf und den Werten nacheinander getrennt anschreibt. Mit print-r, das ist eine Debugging-Methode praktisch oder eine Debugging-Funktion, sollte ich sagen, die gibt einfach den Inhalt dieses Arrays aus. Also es kann auch normale Variablen ausgeben, aber es kann eben Arrays auch ausgeben. Wir sehen hier dann, das hier, da steht Array, Klammer auf, und jeweils Key, Pfeil, Value. Key, Pfeil, Value und so weiter. Also wir kriegen hier 0, Hallo, 1, das, 2, ist, 3, 1 und 4, Test. Ich habe vor zwei Folgen, glaube ich, oder vor drei, vielleicht in der ersten sogar, erwähnt, dass PHP eine schwach typisierte Sprache ist, beziehungsweise eigentlich fast eine gar nicht typisierte Sprache. Das heißt, wir können hier einfach jeden Datentypen hinschreiben, was wir wollen, und er steht dann halt so da. Wir können hier auch true reingeben, theoretisch. Dann, das ist genau egal, was wir da reinschreiben. Man kann auch Key und Values mit Datentypen vermischen und so, das wird dann einfach halt so interpretiert, wie es gerade ist. Man kann zum Beispiel auf Arrays auch so zugreifen, indem man jetzt hier, wenn ich jetzt Echo $R, so wie in jeder anderen Programm, jeder anderen Programmiersprache auch, wenn ich jetzt zum Beispiel das zweite Element haben will, dann mache ich Echo $Array 3, weil das ja beim 0 zu zählen beginnt, und dann kriege ich hier dieses 1 heraus. Wenn ich das dritte haben will, dann mache ich das und so weiter. Aber wir können eben auch, wenn wir hier erstes Element als Key verwenden, dann können wir hier tatsächlich erstes Element sagen und das gibt uns dann das Hallo aus. Das heißt, es ist grundsätzlich sehr, sehr, was sehr Flexibles. Man kann auch zum Beispiel Arrays in Arrays definieren, also ich könnte jetzt hier das erste Element hier als Hallo A B definieren, und das ist dann einfach ein Array in einem Array. Also wenn wir das hier anschauen, dann sehen wir hier Array, erstes Element ist wieder ein Array mit Hallo A, B, und dann das nächste Element, also Nummer 0 ist dann einfach das, ist ein Test. Und es beginnt einfach, wenn man nichts angibt, hier wieder mit 0 zu zählen. Also für das in diesem Fall, da. Ja, so viel mal zur Deklaration eines Arrays. Ist eigentlich ziemlich einfach, wenn man das so betrachtet. Wie man durch ein Array durchiteriert, habe ich ja das letzte Mal schon gezeigt, also mit dieser For-Each-Schleife bzw. der For-Schleife. Und jetzt wollen wir mal einige Funktionen anschauen. Oder eigentlich nur eine wirklich
anschauen. Und zwar die In-Array-Methode. Die sucht, wie der Name schon sagt, ein Element in einem Array. Das ist, ich habe mir vorher die Funktionen für die Arrays mal so angeschaut. Es gibt eigentlich nicht wirklich wichtige Funktionen jetzt sozusagen, die man wirklich im Alltag braucht, außer eben, wie ich gefunden habe, in Array. Und ja, das ist eben die wichtigste, finde ich jetzt. Ich werde euch aber einen Link in die Beschreibung hauen zu allen Array-Funktionen, die es so gibt, falls ihr mal eine für was Spezielles braucht. Das ist eben vom php.net Manual. Da könnt ihr euch das anschauen. Die sind einfach alle ganz genau beschrieben, wie das funktioniert. Ich habe mir jetzt gedacht, wenn man die sowieso nicht so oft braucht, weil Arrays doch ein sehr generelles Mittel sind. Deswegen gibt es für viele Anwendungsfälle viele verschiedene Funktionen. Deswegen habe ich mir mal gedacht, ich überlasse das euch, wenn ihr das braucht, dass ihr das mal anschauen könnt. Aber hier eben die in-Array-Funktion ist im Format Nadel-Heuhaufen. Das bedeutet, hier ist das, was wir suchen. Das erste Argument, das zweite Argument ist der Array, in dem wir suchen. Und ich mache, das gibt einfach einen Boolean zurück und ich mache hier einfach ein if. Wenn wir hier dieses Test jetzt verändern würden in test, dann würde test nicht vorhanden stehen. Ja, ich kann es kaum glauben, aber ich denke mal, das war's schon zu den Arrays. Ja, das war's. Wie gesagt, ich werde euch das Detaillierte noch unten hinschreiben. Jo, und mir bleibt eigentlich nur mal eins zu sagen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit euren Arrays und auf Wiedersehen.